So Leute, willkommen zurück zu One Piece World Seeker. Ich habe hier mal wieder so eine Abzeichenmission probiert. Also Zorro ist dafür noch nicht geeignet. Ich habe gedacht, da kann ich vielleicht ein paar XP farmen, aber es sieht nicht so aus, als ob man damit irgendwelche Erfahrungspunkte kriegt. Also gehen wir einfach mal weiter. Wir sollen ja jetzt hier ins Marinegefängnis einbrechen. Ich konnte mich nicht hin teleportieren, weil wir mit Zorro noch nicht waren. Und ich finde es ein bisschen schade, dass wir mit Zorro so schlecht an Skillpunkte kommen. Bisher, weil es halt keine Nebenmissionen gibt. Habe ich den verfehlt? Aber ich denke, das mit den Skillpunkten wird sich noch korrigieren mit der Zeit. Einfach billig Marinesoldaten sollten sich lieber nicht mit mir anlegen. Euch esse ich zum Frühstück. Aber ich finde, den höheren Tensionsgewinn merkt man doch schon deutlich. So, wo soll die Kiste sein? Vorne steht sie nicht, also nehme ich mal an, hier irgendwo oben. Müsste jetzt eigentlich genau über mir sein. Okay, dann bin ich gerade davon runtergesprungen. Komme ich hier irgendwo gescheit hoch? Wer hat da auf mich geschossen? Ist da wieder so ein Sniper unterwegs? Ah, da vorne steht es hier. Problem ist, dass der Sniper da hinten halt auf mich zielt. So, geschafft. Ja, wenn ich schon mal da bin, dann kann ich auch so eine dämliche Kiste gerade mal mitnehmen. Was ist mit diesem Roboter los? Er sah aus wie der Anzug des Gefängnisleiters. Er ist in Richtung des unteren Decks des Schlachtschiffs verschwunden. Befindet sich darauf nicht gerade ein hohes Tier? Ist mir egal, was dieser Roboter kann. Er hat keine Chance. Also ist Kagero auf dem Schlachtschiff. Zeit drängt. Ich werde mir den Weg dorthin freikämpfen. Ich denke mal, beim Kampf gegen das hohe Tier erhalten wir dann Haki, wie ihr mir ja so nett mitgeteilt habt. Es ist ein Pirat! Piratenangriff! Er muss ein totaler Holzkopf sein, wenn er eine Marinebasis angreift. Lass sie nicht entkommen. Ihr wollt immer noch kämpfen. Es ginge schneller, direkt zum Schlachtschiff zu gehen. Ja, das fürchte ich auch. Au. Moment, was? So, ich zeige euch das mal. So, das war Rashomon. Wenn ich nicht so einen Fable für Sammeln hätte, ne? Dann wäre das alles viel leichter. Würde ich das privat machen, ich würde hier alles einsammeln. Also wirklich alles. Ich würde diese Basis, glaube ich, nicht verlassen, ehe ich nicht jede Kiste habe.
Ich weiß, dass die Kiste hinter mir stand, aber ich muss hier erstmal Zeugen beseitigen. Und ich glaube nicht, dass Zorro wahnsinnig sein muss, um hier eine Marinebasis anzugreifen. Ich meine, bisher läuft's gut damit. Ich frag mich aber, welches hohe Tier sich auf dem Schiff befindet. So, ich fehl. Vielleicht sollten wir jetzt mal ganz kurz speichern. Solange wir noch nicht so viel gemacht haben. Oder solange wir noch nicht so viel Schaden haben. Einfach nur dafür sorgen, dass wir hier durchkommen. Ich weiß ja jetzt nicht, auf welchem Marineschiff sich das hohe Tier befindet. Okay, das heißt, das ist das falsche Schiff. Ich guck mal kurz, ob sich hier Kisten drauf befinden. Wenn ja, nehmen wir welche mit. Wenn nein, gehen wir einfach weiter. Sieht nach nein aus. Problem ist, ich komme glaube von hier nicht auf das andere Schiff einfach so rüber. Das ist natürlich doof. Ich muss irgendwie zum Steg da vorne. Okay, von hier aus kann ich einfach springen. Dann versuchen wir uns auf diesem Schiff. Da steht einer Wache und läuft nicht nur blöd durch die Gegend. Wenn einer Wache steht, heißt das für mich, da ist irgendwas Wichtiges. Hier vorne, auf dem kleinen Schiffchen ist die kleine Kiste, aber wie soll ich denn da hinkommen? Soll ich von hier oben springen? Okay, das klappt. So, und komme ich von hier aus auch ohne Schnellreise wieder zurück? Nö. Geil, ich porte mich mal kurz. So, hier sind wir wieder. Ich bin nochmal den Weg gelaufen, hab unterwegs noch eine Kiste mitgenommen, ein paar Leute verdroschen. Aha. Richtiges Schiff. Bleib stehen, Lorna. Nicht du schon wieder. Ich könnte dasselbe sagen. Da lässt man dich nur einen Moment aus den Augen und bedenke, in welche Lage dich das gebracht hat. Nein, danke. Ich bin nur hier, weil ich gehört habe, dass Kagero hier sein sollte. Wirklich? Wir haben ihn gefunden. Der Piranha Zoo lief da entlang. So, diese verdammten Matrosen sind wirklich hartnäckig. Überlass das mir. Rühr dich nicht. Warte einfach hier und rühr dich nicht vom Fleck. Wenn du noch mehr Unruhe stiftest, könnte Kagero entkommen. Wer stiftet hier Unruhe? Mir geht es gut, Leute. Ich habe ihn überwältigt und bringe ihn jetzt ins Gefängnis. Wie? Oh. Unglaublich, der Captain hat es... Unglaublich, der Captain ist echt drauf. Kaum zu glauben, dass sie den Piratenjäger gefangen genommen hat. Du Kleine, das werde ich nicht vergessen. Es ist besser, als gegen sie alle zu kämpfen. Hat jemand von euch einen Roboter in diese Richtung fliegen sehen? Ein Roboter? Du meinst den, der aussah wie der Anzug des Gefängnisleiters? Er hat den Befehl vom Gefängnisleiter weitergeleitet und ist mit diesem Mann zum Meeresgefängnis aufgebrochen. Befehle? Mann, wovon redest du? Leider darf ich darüber nicht sprechen. Ich wurde zur Geheimhaltung verpflichtet. Aber der Befehl lautete: Datenerfassung abgeschlossen. Piratenjäger nicht mehr nützlich. Werde ihn los. Datenerfassung abgeschlossen? Könnte das bedeuten... Verstehe, danke.
Schön, wenn wir helfen konnten. Wir verabschieden uns jetzt. Wahrscheinlich ist Kagero zurück zur Fabrik gegangen. Wenn wir jetzt dorthin aufbrechen, können wir ihn erledigen. Wieso glaubst du das? Alle erfassten Kampfdaten müssen zuerst analysiert werden. Und das geht nur mit der Ausrüstung in der Fabrik. Verstehe, also muss ich nur zum Meeresgefängnis aufbrechen, richtig? Ich werde mitkommen. Ich kann nicht zulassen, dass du noch mehr Chaos verursachst. Zurück zum Meeresgefängnis gehen. Ja, das Problem ist, wenn wir jetzt zurück zum Meeresgefängnis gehen, dann ist ja der ganze Spaß weg. Weil wenn wir ihn jetzt erledigen könnten, das wäre ein bisschen schnell, oder? Wir haben nicht mal die Fähigkeiten erhalten. Und zugegebenermaßen fehlen mir nur noch 3 Kisten in dieser Basis und ich möchte die anderen Dinger noch durchsuchen. Ich würde sagen, ich mache einfach einen kurzen Cut, hol mir hier in der Basis kurz noch ein paar Kisten und wir sehen uns gleich wieder. Nanu, das hätte dich eigentlich ausschalten sollen. Nicht übel, Piratenjäger. Marineadmiral Fujitora, was? Tut mir leid, ich habe jetzt anderes zu tun. Und jetzt lass mich vorbei. Nicht so eilig, ich habe einen direkten Befehl vom Gefängnisleiter. Selbst ein großer Admiral muss Befehle befolgen, was? Ich denke, selbst du bist auch nur ein kleines Rädchen im Getriebe. Hier steht auch mein Ruf auf dem Spiel. Sei anständig und lass dich schön festschnüren. Hahaha, das ist mal ein Admiral. Jetzt geht's um etwas. Das ist es, wofür ich lebe. Keine Zurückhaltung. Wollen wir tanzen? Mach schon. Tut mir leid, dass ich da übrigens 2 Sekunden zu spät reagiert habe. Ah, wir können jetzt in den ernsthaften Modus wechseln. Okay, ernsthafter Modus ist aber halt tensionbedingt. Okay, ich brauch dringend mehr Tension. Der haut ganz schön rein. Sollen wir noch in den ernsthaften Modus gehen? Habe ich hier eigentlich auch? Oh! Hier kann ich Haki anwenden. Hä? Okay, hätte ich es nochmal auslösen müssen? Dann habe ich es falsch gemacht. Oh, diese Gravitation, ne? Okay, ja. Das war doof. Machen wir nochmal. Fujitora ist aber auch ein heftiger Gegner. Ja, wiederholen. So, jetzt aber. Macht aber ordentlich Schaden bei ihm. Achso, da konnte ich was einsammeln. Du weißt, mit einem Schwert umzugehen. Ich kann deine Zurückhaltung spüren und auch eine sehr große Kraft. Könnte ich auch sagen. Wer hat nochmal gesagt, wir sollen uns nicht zurückhalten? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Hört ihr beiden auf zu streiten, Lorna, denk an dein Ziel. Ziel? Ich bin Captain Tashigi aus dem Marinehauptquartier. Lass mich erklären, was hier vor sich geht. Darf ich übrigens sagen, dass ich die,
dass ich die Mimik von Tashigi in diesem DLC wirklich extrem gelungen finde. Das möchte ich einfach mal sagen. Könnt mir ja mal schreiben, wie ihr das denkt. Oh, wie könnte ich die Schwertkämpferin von Marine-Vizeadmiral Smoker vergessen? Ich wurde hinter einem Piraten namens Kage. Ich war hinter einem Roboter namens Kagero her. Er wurde wahrscheinlich vom Gefängnisleiter entwickelt. Ich verstehe nicht, worum es hier geht. Wenn du Roboter jagst, warum treibst du dich dann mit Piraten herum? Kagero greift wahllos Piraten an und schlachtet sämtliche Inselbewohner ab, die ihm in die Quere kommen. Wir müssen so schnell wie möglich für die Sicherheit der Inselbewohner sorgen, aber alleine schaffe ich das nicht. Den Matrosen einschließlich Brillenschlange scheinen die Hände gebunden zu sein. Wahrscheinlich zieht der Gefängnisleiter im Hintergrund die Fäden. Ach, darum ging es also. Ich hatte keine Ahnung, dass ich so eine Maschine bewache. Vielleicht sollten wir uns zurückziehen. Du willst also einfach aufgeben? Siehst du nicht die Piraten direkt vor uns? Tu nicht so überrascht. Die eigentliche Aufgabe der Marine ist der Schutz der Menschen. Was? Ich gehe zurück zur Marinebasis und sage ihnen, dass sie im Notfall die Inselbewohner beschützen sollen. Ich werde mit dir gehen. Lorena, komm bitte mit uns. Warum habe ich dich schon wieder am Hals? Ich werde zur Fabrik gehen. Ich muss allen etwas sagen. Treffen wir uns alle auf der Sunny. Und was jetzt? Kagero könnte überall lauern. Bist du wirklich so ahnungslos? Tja, Befehl vom Captain, dann müssen wir wohl zurück zur Sunny. Hey, Brillenschlange, behalte Kagero im Auge, solange ich weg bin. Du erteilst mir Befehle? Hey, wo willst du hin? Warte, Leuna! Wie gesagt, ich finde ihre Mimik deutlich besser als die der anderen. Also, Tashigi hat als einziger Charakter bisher. Oh Gott. Böses Ding. Tashigi hat als einziger Charakter bisher wirklich Mimik bekommen. Hätte ich mir von den anderen Charakteren ehrlich gesagt auch gewünscht. Und ich finde es ein bisschen schade, weil falls sich hier oben optionale Quests verstecken, dann können wir die derzeit nicht sehen. Also das hier hat ja mal richtig gut funktioniert gegen ihn und jetzt kann ich hier ernsthafter Modus. Verlängert die Dauer des ernsthaften Modus. Das finde ich gut. Das möchte ich mal komplett aufskillen. Tensionen gewinnen haben wir ja schon hochgemacht. Mehr Maximal-TP finde ich gut. Weil jetzt kommen wir langsam in die Gegend, dass wir hier richtig Probleme kriegen, wenn wir keine TP haben. Von daher ist das, glaube ich, ganz gut. So, wir teleportieren mal zurück zur Sunny und das ist dann auch das Letzte, was wir wollen. So, und was hier auf der Sunny dann auf uns wartet. Achso, eine Sache möchte ich euch noch zeigen. Wenn ich jetzt hier auf die Sunny wollte, kann ich diesen Sprint anwenden. Das habe ich vorher tatsächlich vergessen. Also wenn ihr es mir schon unter die letzten Kommentare geschrieben habt, unter den letzten Parts in die Kommentare geschrieben habt, tut mir leid, ich habe es wirklich vergessen. Gut, Leute, ihr lasst mir jetzt ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit One Piece World Seeker. Bis dann, euer Wolf.